Guten Abend. Hab mal wieder ein bisschen nachgedacht über verschiedene Sachen, über Stationen im Leben, die man so durchfahren muss wahrscheinlich, die wir alle durchfahren werden. Heute ging es mal darum, irgendwie hab mir überlegt, warum finden wir eigentlich immer Scheiße, was, oder größtenteils mittlerweile Scheiße, was so im Fernsehen läuft. Also viele sagen, das ist die reinste Verdummung, das ist völliger Schwachsinn. Unsere Jugend hört sich natürlich auch an, die neuesten Rap-Songs oder den ganzen Pop-Dreck und diesen ganzen Scheiß. Viele Sachen sehen wir heutzutage als minder qualitativen Drecksscheiß. Naja, was da vielleicht auch manchmal ist, aber egal. Die Frage ist, was haben wir denn früher eigentlich uns reingezogen? Ich meine, heute erwische ich mich selber noch pfeifend, wenn ich Saber Rider pfeife oder Marshall Bravestar oder solche Sachen, als wir noch Tele5 geguckt hatten, Bim Bambino, da liefen ja unsere ganzen Klassiker, würde ich mir heute am liebsten noch eine DVD-Sammlung von kaufen. Oder wenn ich überlege, dass wir früher Tour Unlimited oder so einen Schrott gehört haben, haben dazu übelst abgedanced. Die Musik, also es ist ganz ehrlich gesagt genau der gleiche Blödsinn. Unsere Eltern werden wahrscheinlich genauso, oder haben auch die Köpfe geschüttelt, haben gesagt, mach diesen Bum-Bum-Dreck aus oder ihr wisst, was ich meine. Die haben sich halt darüber genauso aufgeregt wie wir uns wahrscheinlich. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall werdet ihr es tun. Spätestens, wenn ihr denn irgendwann mal Kinder habt oder Ekelkinder habt, denke ich mal, wird es noch viel schlimmer. Dann werden wir auch ständig wahrscheinlich angepisst sein von den musikalischen Ergüssen oder von den Fernsehergüssen, die dann auf uns so zukommen, beziehungsweise auf die Kinder zukommen und von denen, die dann natürlich auch beeinflusst werden, ist ja natürlich logisch. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht mit dem, also beim Älterwerden vielleicht darauf auch einlassen, dass wir weiterhin irgendwie oder beziehungsweise unser Herz öffnen für die Belange unserer Kleinen und das einfach so akzeptieren, dass die halt Sachen hören oder mit Sachen vollgestopft werden, mit denen wir dann später einfach nicht mehr anfangen können, denke ich mal. Und das ist heute mein Wort zum Tag. Vom allzu arg zerknitterten Chris heute. Ich habe gerade noch ein bisschen gepennt, ja. Deshalb ist es auch ein bisschen spät heute. Naja, ich gehe mir jetzt erstmal ein Armbrot besorgen. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich morgen wieder, ne? Haut drin, tschüss!